Dann fangen wir jetzt hier an mit unserer geschnittenen rote Beete. Die ist halt schon gegart, ganz normal in Salz und Zuckerwasser. Geben wir jetzt ein bisschen was in die Schüssel. So, okay, noch ein bisschen mehr. Nur die rote Beete schmeckt ja sehr erdig, müssen wir ein bisschen verfeinern. Und das machen wir, indem wir einfach einen Schluck Rotweinessig dazugeben. Rotweinessig. Dann geben wir natürlich noch ein paar Schalotten dazu. Ja, schön fein geschnitten. Ein bisschen Petersilie. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch abschmecken. Und dann nehmen wir natürlich ein bisschen Zucker, weil Zucker ist ein super Geschmacksverstärker, natürlicher Geschmacksverstärker und erhebt den Eigengeschmack der rote Beete. Dann kommt noch etwas Salz dazu, ja, ein bisschen Herzhaftigkeit und zum Schluss natürlich einfach ein bisschen schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Okay. Und jetzt wird das Ganze eigentlich nur verrührt, vermischt. Und wichtig dabei ist, diese rote Beete sollte wirklich nicht kalt sein, sondern sollte wirklich schön Zimmertemperatur haben, weil einfach sich der Geschmack der rote Beete viel besser verbindet mit den ganzen anderen Zutaten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de